keine Patentrezepte im Gepäck, denn die gibt es nicht wirklich, aber ich habe so etwas wie eine Erholungsformel für Sie. Es geht darum, so etwas wie eine Erholungswelt als Pendant, als Gegenwelt gewissermaßen zur Leistungswelt zu entwickeln. Es geht weniger um Wettbewerb und Leistung, sondern um Muße, Spaß, Freude und Genuss. Es geht nicht um Zeitdruck, sondern es geht darum, Zeit zu vergessen. Und es geht weniger darum, für andere da zu sein, sondern wirklich etwas für sich zu tun, eine Ich-Zeit zu haben. A plus 2e in Klammern mal S. Das A steht für Abschalten. Alles, was Sie in der Freizeit tun, sollte dazu dienen, dass Sie abschalten. Das erste E steht für Entspannen. Da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, mit deren Hilfe man seine Entspannungsfähigkeit trainieren kann. Und bei allen diesen Methoden, die haben eine Sache gemeinsam, man muss üben. Und das S steht für Selbstfürsorge. Und eine gewisse Form des Selbstmitgefühls, das bedeutet, dass man empathisch nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst ist. Ja? Dass man ein gewisses Mitgefühl für sich selbst entwickelt, insbesondere dann, wenn es einem nicht gut geht. Ich mache schon einiges für meine Entspannung und bin damit ganz erfolgreich. Mhm. Wie kann ich meinen Ehepartner auch dazu motivieren? Danke. Ich glaube, nur durch nicht plakativ vorgetragenes Vorbild. Also einfach nur, indem der Ehepartner mitbekommt, dass das positive Auswirkungen hat. Applaus.